Aber ich will natürlich auch keinen Angriff der dunklen Bruderschaft heraufbeschwören. Nein, nichts lege mir ferner als das. Wenn aber bevor wir weitermachen tun kann, mit unserer dringlichen Aufgabe, brauche ich doch eine neue Verzauberung. Ja, denn ich habe doch dieses dädrische Schild gefunden und es noch nicht verzaubert. Und ich werde es, schauen wir mal, mit dem Seelenstein dieses goldenen Heiligen verzaubern. Denn ich glaube, das ist das einzige Seelenstein, der für eine permanente Verzauberung gut genug ist. Ja, sieht so aus. Also, goldener Heiliger, ein dädrischer Schild. Dann hätte ich gerne eine dauerhafte Wirkung. Richtig. Und dann würde ich gerne tatsächlich nochmal ein Attribut festigen. Ja, ich will mehr Stärke, denn ich stehe auf starke Kerle, ja. Das klingt jetzt komisch. Aber nein, ich stehe wirklich auf Stärke. Da muss ich nicht so sehr aufpassen, was ich mit mir rumtrage. Und das ist einfach nur toll. Deswegen schauen wir mal, wie viel ich das hier tun kann. Also, das ist ja schon ordentlich. 1 oder 0 bis 59. Kostet mich 120.000. 120.000. Oh mein Gott, kann ich hier noch um 1 erhöhen? Ja, kann ich. Das sieht besser aus. 1 bis 59 Punkte Stärke. Auf mich selbst. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe, ich mache das richtig gerade. Nicht, dass ich es hier falsch mache. Und wir benennen das Schild nach dem Herrn C.Bär. Und zwar ist das jetzt mein Schild der Bärenstärke. Also, oder anders gesagt, einfach nur Bärenstärke. Oder Bärenstark. Mal gucken, Bärenstark. Ja, Bärenstark, das klingt jetzt gut. Das ist ein guter Name für ein Schild. Herzlich willkommen, liebes Schild. Dauerhafte Wirkung, ja, ich bin mir sicher. Ihr habt erfolgreich einen magischen Gegenstand geschaffen. Wo ist mein magischer Gegenstand? Da ist er. Dauerhafte Wirkung, festigt Stärke 1 bis 59. Das heißt, ich müsste damit so ziemlich auf 200 kommen, wenn ich gut würfel. Ah, das war doch schon mal gar nicht mal schlecht gewürfelt. Das reicht mir auch. Das sind immerhin 40 Stärkepunkte. Das ist mehr als die Hälfte. Das soll genug sein. Das heißt, mein Charakter kann jetzt 900 von diesen imaginären Pfund hier tragen. Und ich habe Platz. Das heißt, ich kann viel Zeug mit mir rumschleppen. Gefällt mir. Dann gucken wir nochmal, in was du mich ausbildest. Denn ich habe ja wieder ein Level up gemacht. Und ich will ich Willenskraft erhöhen? Ich glaube nicht. Ich suche jemanden, der mir einen Intelligenz-Skill trainiert. Einen, den ich nicht habe. Also sowas wie Verzauberung. Oder Sicherheit wäre was, worauf man zurückfallen könnte. Ja, ich glaube, das sind so ziemlich die einzigen sogar. Naja, Sicherheit oder Verzauberung. Wie geht's denn meiner Waffe? Die ist immer noch fast voll. Also da gibt's keinen Grund, das mal aufzufüllen. Also brauche ich eigentlich einen Verzauberungslehrer. Die sind selten. Super selten. Und dann will ich noch leichte Rüstung oder halt Schleichen lernen, denn ich will ein bisschen mehr Geschick haben. Aber gut, wir götten eigentlich uns direkt zu Kriecher beamen, ja? Ich will da wieder ein paar Sachen auf den Tisch legen und sagen, hey, willkommen. Pass mal auf Wenn die auf für mich. Wollt, so können wir das gerne tun. Außerdem ist ja meine Aufgabe, nach Vivek zu gehen. Worüber sollen wir sprechen? Und das kann man ja auch am besten über die Magiergilde machen. Also bring mich erstmal nach Caldera. Erstmal nach Caldera, ja. Ich denke, da kann ich auch den Hammer des sechsten Hauses vielleicht direkt an Kriecher verkaufen für 5000 Goldmünzen. Los, gib dir Mühe. Da passe ich immer noch nicht ganz durch. Dafür bin ich wohl zu groß. Ja, ich bin zu groß. Das wird sein. Nicht meine Ungelenkigkeit. Ich bin zu groß. Zu groß und zu stark. Und zu krankheitsimmun. Ja, mein Charakter ist weit gekommen. Oh nein! Ist es ein Klippenläufer? Ich weiß es nicht. Okay. Einfach mal Kampfmusik gespielt. Warum auch nicht? Jeder mag Kampfmusik, oder? Es ist ziemlich viel los dafür, dass es hier mitten in der Nacht ist. Wenn ich wüsste, wie viel Uhr wir haben, könnte ich dir auch sagen, wie viel Uhr wir haben, nicht? Also, es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich dunkel hier.
Die Leute laufen mit Laternen rum und trotzdem ist alles voll. Vielleicht haben wir irgendein Fest. Wer weiß, wer weiß. Aus dem Weg, ich bin doppelt so stark wie ihr alle zusammen. Ich grüße euch. Ja, ja. Möge das Glück mit euch sein. So, wir legen. Legen wir Kaios Hose dahin? Ja, ich denke schon. Kaios Zeug, Kaios Hose, Kaios Hemd. Werde ich auch nicht anziehen, nein. Wer weiß, wo der damit vorher war. Ich meine, ich weiß, wo das vorher war. Also, ich zieh's nicht an. Die Vulkanglasstiefel, die sind sogar relativ günstig hier. Die könnte man hin und wieder mal, wenn man hier vorbeikommt, einfach verkaufen. Kaios Ring? Ja, weg damit. Das Hausamulett? Da bin ich mir unsicher. Schauen wir mal. Ein Vulkanglas Claymore? Ja, klar, legen wir hier hin. Ein Dedrisches Wakizashi. Auch für 48.000 Goldmünzen. Also, wenn ich das alles mal verkaufen will hier, dann bin ich hier bestimmt eine halbe Stunde beschäftigt. Und dann stürzt das Spiel ab, weil ich am Goldcap bin oder so. Ich denke, dieses Amulett kann man behalten. Das kann ich immer mal irgendwo unter die Leute bringen. Vielleicht hat das auch einen Sinn. Vielleicht kann ich das irgendwo benutzen, um mich als Mitglied des sechsten Hauses auszuweisen. Ich muss auf jeden Fall Pfeile kaufen. Von irgendjemandem. Aber nicht von dir. Nein, du verkaufst keine Pfeile. Du kannst aber diesen Glockenhammer des sechsten Hauses haben. Damit haben die versucht, mir auf die Glocke zu hauen. Hat zum Glück nicht funktioniert. Und ich wiege über 500 Pfund mit meiner Ausrüstung. Und dabei ist das eigentlich nur meine Ausrüstung. Ist nichts Besonderes. Ich habe keinen Loot mehr dabei. Also, das ist ganz schön heftig schon. Wenn man mehr wiegt, als das Stärke-Cap erlaubt unter normalen Umständen? Ja, da sollte man sich Gedanken machen. Jemand hat mir auch gesagt, ich würde viel über mein Gewicht reden. Ja. Oder Alastors Gewicht und seine Fettheit. Ja, das tue ich. Weiß nicht warum. Keine Ahnung. Hat sich so eingebürgert. Rüstungsschmied. Ja, ich suche eigentlich... Ah, da steht Waffenschmied, okay. Dann haben wir vielleicht Glück und können hier ein paar Pfeile kaufen. Ich habe mir noch nur noch diese super magischen Pfeile, die ich eigentlich nicht verschießen will. Weil Entwirrung. Was ist das? Wofür ist das da? Und warum brauche ich das? Ich meine, Magiebann ist total geil, aber... Ich will ja eigentlich auf niemanden schießen, ne? So, wir haben hier normale Stahlpfeile und Silberpfeile. Ich denke, Silberpfeile sind besser. Sind auch mehr wert. Gewichtsmäßig gibt sich das nichts, ja. Her mit all deinen Silberpfeilen, guter Mann. Willst du vielleicht diesen Smaragd? Nee. Diese Templerarmschienen. Oh ja, die kann ich dir verkaufen. Ich habe vielleicht noch eine für die andere Seite. Das war dann aber, glaube ich... Zwergisch, ja. Ich hätte es fast wieder gesagt, das böse Wort, das ich nicht aussprechen kann. Laut Konsens. Okay. Nimm das Geld. Und dann empfehle ich mich, sofern ich die Tür wieder finde. Ja. Es könnte gut sein, dass hier noch irgendwo ein Schleichtrainer ist, aber ich wüsste nicht wo. Da habe ich mich nicht informiert vorher. Hör doch auf! Was auch immer mich hier töten will. Es ist Kampfmusik, oder? Na gut. Mitten in der Nacht hier. 12 Uhr Mittag, also Mitternacht. Du bist neu. Du wärst mir nämlich aufgefallen. Ja, Magier. Ich dachte, wir könnten vielleicht gemeinsam reisen, aber nein, du bist anscheinend nicht die Art von Frau. Schade, Hallo, schade. Wie steht es heute mit einem Ich habe lange auch Marianne nicht mehr besucht. Müsste ich mal machen. Andererseits, will ich Marianne wirklich hier reinziehen? Das ist ja... Ich meine, das ist eine Ecke zu gefährlich für mich. Gute Gesellschaft zu sein. Ja, du aber auch. Hübsche Schuhe. So. Fragen wir dich mal, ob du mich trainieren willst. Anscheinend willst du das nicht. Gut, vielleicht hast du... ja, Smaragd. Nimm den Smaragd. Nimm die Rubine. Okay, das kannst du dir gerade noch so leisten. Hast du vielleicht etwas, was du mir zurückgeben willst? Genesungstränke, klar, her damit. Ein feiner Arkantrank, immer her damit. Dann verkaufe ich dir noch ein paar Diamanten. Oder einen. Mal schauen. Ja, einer reicht.
Nett, mit dir Geschäfte gemacht zu haben. Hi, große Frau. Kannst mir auch nur Zauber beibringen. Nicht mein Ding. Ich will jetzt aber eins testen. Was ist denn, wenn ich jetzt meine Zweihandwaffe nehme? Dann ist mein Schild immer noch ausgerüstet. Okay, da ist es nämlich. Da ist bärenstark. Mein Schild bleibt dann quasi auf meinem Rücken und ich kriege trotzdem die Stärke. Das ist super praktisch. Hatte ich auch so erwartet, aber man kann sich ja nie so sicher sein, was das angeht. Du bist... Oh, du würdest mit mir reisen. Ja, aber du bist größer als ich. Ich weiß ein gutes Gespräch zu schätzen. Du bist größer als ich, Selena. Damit kann ich nicht umgehen. Es tut mir leid, da bin ich unsicher. Du bist auch langweilig? Aber ja, die habe ich bestimmt alle schon gelesen. Ja, ich bin doch kein Faulpelz. Natürlich habe ich die alle schon gelesen. Das ist auch ein schlechter Ort zum Schlafen. Sagen wir mal ein schlechter Ort zum Schlafen. Da möchte ich nicht schlafen wollen. Da würde ich nachts, glaube ich, dann den Gang absperren, damit die alle den anderen Gang lang gehen. Damit ich in Ruhe ein Auge zukriege. Ich will dich über die abtrünnigen Priester ausfragen. Habt ihr gehört, dass sie diesen abtrünnigen Priester Malo Omain in das Mysterium der Wahrheit gesteckt haben? Ich schätze, dass die Priester des Tempels und die Ordinatoren denken, dass sie ihn dort gerade biegen können. Ich wette, das können sie. Das Ministerium der Wahrheit? Das wurde ausgehöhlt, um einem Gefängnis und einem Straflager zur Verbesserung von Ketzern, geleitet von Ordinatoren des Tempels, Platz zu bieten. Oh, weißt du vielleicht was von der Frau, die ich suche? Wie hieß die Frau? Also das Ministerium der Wahrheit ist dieser ausgehöhlte Felsen, der in der Luft schwebt. Teilt eure Gedanken mit mir. Ja, ja. Ich finde eure Gesellschaft erfrischend. Das haben wir doch schon getan. Ich suche Nibani Mesa. Nibani. Kann ich dich danach fragen? Nein. Okay. Nein. Du? Nein. Da fällt mir ein, wir haben auch noch jemanden zu töten hier. Wir haben ja hier noch ein Kopfgeld einzukassieren. Da muss ich gucken, auch wo das genau war. Das war eine Aufgabe der Kriegergilde und wir haben uns bestätigen lassen, dass der Kerl, den wir suchen, wirklich ein Böser ist. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Eine ganze, ganze Weile. Aber ich will ja theoretisch die Kriegergilde auch weiterspielen. Und deswegen gucken wir uns das an. So, sechstes Haus, Nibani Mesa. Das passt ganz gut zusammen. Nibani Mesa, ich glaube, das habe ich währenddessen auch gemacht. Ashkan. Uiuiuiui. Wir haben viel getan schon. Wir haben schon wirklich viel getan hier. Wäre auch traurig, wenn nicht. Hier meine komischen, eigenartigen Träume. So, Zungenkröte. Gut. Drosakha, der sich irgendwo in Vivek versteckt halte. Irgendwo! Das ist... Aha, okay, in Heiliger Olm. Er ist im Heiligen Olm. Okay. Also da haben wir schon mal einen Ansatzpunkt, ja. Gut, wo ist die Frau, die ich suche? Die ist in der Halle der Weisheit und Gerechtigkeit, ja, also beim Tempel. So, jetzt muss ich unter Beweis stellen, dass ich das wiederfinden kann. Auf zum Fremdenviertel, dann suchen wir uns einen von diesen Gondoleris. Bezahlen ihm viel zu viel Geld, damit er uns viel zu langsam um diese Inseln schippert. Und hoffen, dass er mich entweder zum Heiligen Olm führt oder zum Tempelbezirk. Oder wie auch immer das heißt. Kann ich hier eigentlich auch... hier könnte ich auch runterhüpfen. Da bin ich mir aber unsicher, ob ich das überleben würde. Das machen wir mal. Hieronymo! Okay, geht. Ohne Schaden zu nehmen. Das ist Vivek. Eigenartig, oder? Das liegt bestimmt an irgendeiner Verzauberung. Ja. Ganz sicher. War ja jetzt auch schon mal hier. Also wir können theoretisch hier sogar gucken. Fremdenviertel. Redoran. Arena. Das ist Hlalu. Ja, das Problem ist, ich weiß immer noch nicht, was ist jetzt der Heilige Olm? Ja.
Das ist ein Problem. Na egal. Egal, wir laufen erstmal hier über die Brücke. Vielleicht habe ich ja Glück. Und das ist das, was ich suche. Na, Redoran, klar. Habe ich ja eben gesagt. Redoran Wohninsel. Das hier ist... Ah, da hinten ist so ein Kerl. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Weil ich glaube, dieses Heilige Olmen-Geschichten, das steht bei den Kerlen im Adressbuch hier, ne? Okay, wir weg, Tempel. Machen wir das zuerst. Okay. Gucken wir auch, wo ich von hier aus hinfahren kann. Ja, auch nur die drei. Also vielleicht Heilige Olmwohninsel? Die... Ja, anscheinend kann man da hinfahren.